Martin ist auch schon aktiv. Wir können ihn mal im Spiegel noch sogar sehen. Ich muss jetzt mal eine Brille richtig aufsetzen, sehe ich gerade. Also der Marc, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Der Lars, also Rituale.de, hat uns rausgefordert um 3 Uhr morgens ein Ritual mit Püppi zu machen. Und der Marc, der Pfosten da hinter der Kamera, genau der, hat seinen Wecker auf 2:30 gestellt. Ja, was soll man machen? Wir haben gesagt, Lars, wir nehmen die Competition an. Gepennt im Keller. Und er kommt dann auf die Idee. Hey, lass mal Wecker stellen. Ja, Lars, wie gesagt, ne, wenn wir schon sagen, wir machen das Ritual mit der Püppi, 5 Minuten mit verbundenen Augen mit der Püppi Kontakt aufnehmen, dann machen wir das. Und wenn wir dafür 2:30 aufstehen, wir haben ja eh gesagt, wir machen die Nacht der Rituale hier bei uns im Keller. Penn hier mit der Haunted Doll, Livestream ist hinter uns. Und fangen wir mal an. Ich bin so im Arsch. Auf geht's, Leute. So. Ein paar Schals nehmen. Möchten wissen? Okay. Ja, das ist der männliche Schal, ne? Nee, der hat mehr Glitzer. So, also. Was haben wir hier noch vor? Martin fängt schon an, den Schal sich zu binden. Weil wir wollen jetzt gleich Kontakt aufbauen. Wir wollen du solltest erstmal erzählen, wie der Lars uns herausgefordert hat. Und das schneiden wir jetzt mal hier rein. Hey, behind you. Es geht an Marc und Martin. Um 3 Uhr morgens müsst ihr jetzt rein in den Keller mit eurer Haunted Doll, also mit der verfluchten Puppe oder mit der Besessenen, und müsst zu zweit gleichzeitig Kontakt aufnehmen, also wie letztes Mal, wie ihr das gemacht habt. Aber diesmal 5 Minuten, weil bei mir war es auch lange 5 Minuten. Und ja, ihr müsst es jetzt 5 Minuten lang vor dieser Puppe sitzen, beziehungsweise wie das letztes Mal war. Und ich bin echt gespannt. Und ja, das sehen wir beim nächsten Mal wieder. So, ihr habt jetzt gerade gesehen, wie die Herausforderung von Rituale.de war. Martin ist immer noch sicher am Vorbereiten. Ich werde jetzt ja auch gleich die Kamera mal übergeben. Das Problem ist, der Schal ist ein bisschen durchsichtig und deswegen muss ich gerade ein bisschen falten. Ja, sehr froh, dass wir überhaupt einen Schal haben. Tipp. So, dann wird gleich die nächste Szenerie sein, dass wir uns hier in front mit der Haunted Door setzen. Und dann kannst du die auch einmal eben kurz machen? Ja, das wäre super. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie es funktioniert, ob es funktioniert, was passiert. Oh. Letzten Endes, wie es uns geht. Also wir sind total im Arsch, weil wir pennen ja hier unten, wie ihr seht. Ich bin sowas von müde. Das ist ja unsere Schlafstätte hier im Moment. Und dann wollen wir jetzt einfach für euch den Kontakt zu Haunted Doll aufbauen. Wir zeigen euch auch nochmal ganz kurz hier gleich die Szenen, wie es beim letzten Kontaktaufbau abging. Martin ging's super scheiße. Und spielt mit der Puppe. Mach raus, bitte mach raus. Mir ging super scheiße. Wir hoffen natürlich nicht, dass wieder Ähnliches passiert, wenn der Kontaktaufbau passieren sollte. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Aber wir testen. Sollen wir ein bisschen hier mal runterdimmen, das Ganze? Ja, lass es mal. Ich habe ja übrigens noch eine Überwachungskamera angemacht für unsere Haunted Doll. Also wir haben hier wieder eine Synchroncam, die wir wieder synchronisieren für euch. So, ich mache jetzt hier einfach mal Licht aus. So. Marc, du kennst ja den Text auswendig, ich kenne ihn nicht so, du sprichst vor, ich spreche nach. Wir setzen uns jetzt einfach erstmal. Ich habe gesagt, ich mache das nur einmal, ne? Oder? Ja, ich weiß, wir setzen uns jetzt einfach erstmal mit verbundenen Augen und gucken, ob überhaupt irgendwas kommt. Und dann können wir immer noch starten. Lass einfach erstmal hinsetzen, wir gucken. Wer weiß, was passiert? Wir sind uns ja noch gar nicht sicher. Ich will jetzt echt, ich bitte, Martin. Wir haben in dem Livestream ist echt die Kacke so ein bisschen am Dampfen gewesen. Lass das echt ein bisschen. Ja, weil du wieder übertrieben hast. Ey. Ja, Entschuldigung.
Lass das jetzt ein bisschen leiser angehen. Jetzt verbindest du dir die Augen. Ich mache hier die Kamera mal hin. Und dann setze ich mich einfach daneben. Okay? Komm mal, mach mal. Warte. Jetzt hinten. Hier. So. Jetzt will ich auch einmal gehen. Oh. 3 Uhr morgens fast. Ja, ich weiß. Jetzt jammer hier nicht rum wie ein kleines Mädchen. Ich bin müde, ich bin im Arsch. Ja, ich weiß nicht, bin ich nicht im Arsch oder was? Ich bin jetzt hier nach beschissen gepennt, ey. So. Okay, ich muss jetzt gucken, weil ich die einzige Person bin, die jetzt hier ordentlich ein bisschen man sieht. So. Okay, weiter. Also ich gehe. Martin, wenn das hart wird, hör auf, Alter, okay? Alles okay? Wir haben gerade mal angefangen. Okay, pass auf, Martin. Leute, wir machen das jetzt. Wir wollen Kontakt aufbauen. Wir haben Lars versprochen, 5 Minuten. Wir versuchen, es durchzuziehen. Martin, komm. 5 Minuten. Wenn es zu viel wird, hör auf, bitte. Ja, okay? Wie war das? Wir müssen zuerst das Kinderspielritual machen und dann... Lass erstmal so ein bisschen wirken, okay? Nee, wirken tut schon. Ey, versucht das nochmal. Mein Gott. Das sind jetzt Competitions, die wir hier mit dem Ritual haben. Competition hin oder her? Ja, mein Gott. Es ist 3 Uhr morgens fast. Ja, mecker mal hier nicht rum, mach die Winde drauf. Sagst du Bescheid, wenn du drauf hast? Ja. Okay, konzentrier dich jetzt bitte einfach mit auf die Puppe. Nee. Jetzt schon übel. Ich soll das gleich erst werden, wenn ich das Ritual gemacht habe. Wenn es nicht geht, dann hör auf, Martin. Dann mache ich das alleine. Oder so. Nee, wir haben gesagt, wir machen die Competition zusammen. Machen wir die ja, auch zusammen. Ja, jetzt hör mal auf und versuch's durchzuziehen. Ach komm, lass uns das Ritual sprechen. Und dann Martin! Nee, komm, lass uns das Martin, durchziehen. Martin, lass das jetzt doch durchziehen. Jetzt einfach mal ein bisschen wirken, das Ganze. Wirken, das kann gleich wirken von mir aus. Lass uns die Scheiße jetzt durchziehen. Ja, machen wir doch gerade. Du bist gerade wie ein kleines Mädchen, wirklich. Reiß dich doch mal zusammen. Wir müssen doch das Kinderspielritual vorher machen. Ja, lass es doch einfach erstmal so ein bisschen hier ziehen, dann kannst du. Das ist ein bisschen weh. Ist wie ein Tee oder was? Mein Gott, ey. Wenn du mir einen Gefallen, wenn du irgendwelche Bilder siehst, sag mal Bescheid, okay? Marc, lass uns das Ritual machen, lass uns die Augen 5 Minuten verbinden und dann... Wir haben die Augen verbunden. Wir müssen noch das Ritual machen. Ja, lass doch mal 5 Minuten einfach mal hier sitzen und einfach mal... Du, wir müssen gucken, nicht 5 Minuten ob du schön, Kontakt wir müssen aufnehmen kannst. Ritual machen. Ja, ist gut. Nur für euch. Ja, komm, bitte, Martin. Lass doch einfach mal ein bisschen Kontakt aufbauen und dann können wir immer noch das Ritual da hinten anhauen. Wir machen das Video nur ein einziges Mal. Dann hör auf zu diskutieren. Ja, lass uns dieses Fuck-Ritual sprechen und die 5 Minuten durchziehen. Nee, komm, ich mach aus. Achso. Lars, folgendes. Oh, es eskaliert hier sonst gleich im Keller. Wir haben es versucht. Martin ging es nicht gut, der wird echt nervös nach einer Zeit, haben wir ja mitgekriegt, habt ihr ja gehört. Was macht Lars? Die Herausforderung von Lars war, wir müssen das Kinderspielritual sprechen und dann uns 5 Minuten die Augen verbinden. Und du willst, dass ich das mir auf mir wirken lasse. Ich will die Scheiße durchziehen. Ach, komm, Mann. Sprich dieses verkackte Ritual und dann lass uns die Augen verbinden, 5 Minuten lang. Ja, Mann, jetzt komm, mach die Augen zu, hör auf zu wimmern hier. Ich bin ja selber verwirrt, Martin, ich hab kaum gepennt.
Und ich bin ja, weil der Marc auf so eine tolle, der Marc, sag ich schon, der Lars auf so eine tolle Zeit von 3 Uhr morgens kam. So, ach komm. Sprich vor, ich sprich nach. Böse, böse ist die Nacht. Böse, böse ist die Nacht. Ein Ereignis ist erbracht. Ein Ereignis ist erbracht. Komm jetzt her und spiel mit mir. 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 Ich bin hier. Ich bin hier. So, Lars, die Herausforderung für dich wird folgende sein. Wir fordern dich jetzt hier mit diesem Video auf, auch das Dämonensprung-Ritual einmal zu machen, was 24 Stunden halten wird. Lies die Kommentare einfach bei uns auf dem Kanal in den Videos einfach mal durch, dann weißt du, was dich ungefähr erwartet, 24 Stunden. Und wir bitten dich, das Ritual aber auch so zu machen, dass du die Feder und den Spiegel dabei benutzt, weil das Ritual dadurch die Verstärkung erhält.